Statt seine Rente in aller Ruhe zu genießen, schlüpft der 71-jährige Philipsen in seine Arbeitsuniform. An 6 Tagen der Woche arbeitet er bei einem großen Kaufhaus als Wachmann. Ich bin stolz, noch zu arbeiten. Ich will weitermachen. Vielleicht bis ich 80 bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich 80 bin, überlege ich neu. Sung ist in seiner Heimat Singapur keine Ausnahme. Der Stadtstaat gehört zu den wohlhabendsten Ländern Asiens. Doch die rasche Alterung der Bevölkerung ist ein Problem. Die Geburtenrate des Landes sinkt und ausländische Arbeitskräfte werden nur eingeschränkt zugelassen. Singapur ist daher zunehmend davon abhängig, dass Senioren in Beschäftigung bleiben. Seit 2016 gibt es eine staatliche Förderung für Unternehmen, die Senioren einstellen oder Mitarbeiter bis über das Rentenalter hinaus behalten. Philipsen nimmt sogar an einer Fortbildung teil, um sich für den Arbeitsmarkt attraktiv zu halten, etwa zum Thema Führungskompetenz, Terrorismusabwehr und Cybersicherheit. Sung verbindet mit seiner Tätigkeit vor allem Unabhängigkeit und Mobilität. Das trifft längst nicht auf alle arbeitenden Senioren zu. Wenn ich nach Hause gehe, merke ich, dass mir der ganze Körper wehtut. Ich versuche es auszuhalten, um zu überleben. Die 71-jährige Mary Lim arbeitet auch an 6 Tagen die Woche. Das staatliche Programm, mit dem Bürger Rücklagen für das Alter bilden können, sichert Mary Lim nicht ausreichend ab. Ein Problem, das sie mit vielen älteren Menschen teilt. Mary Lim war früher nicht erwerbstätig. Die Rücklagen wurden durch die Arztkosten ihres inzwischen verstorbenen Mannes aufgebraucht. Ich muss bis zu meinem Lebensende arbeiten. Was soll ich machen? Ich habe keine Wahl. Ich muss mich da durchkämpfen. Das eigentliche Rentenalter in Singapur liegt bei 62 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung bei 83.